Fashion-Regel, das ist für Herzogin Meghan erst einmal tabu. Erteilt Prinz Harry seiner Herzogin Meghan, 36, jetzt ein kleines Modeverbot? Im Herbst fliegen der Rotschopf und die Stilikone einmal um den Globus nach Neuseeland und Australien. Die Vorbereitungen für die Donunder-Reise laufen auf Hochtouren. Ein Outfit, das Meghan gerne dabei gehabt hätte, flog allerdings im hohen Bogen wieder aus dem Gepäck heraus. Für die brünette Beauty herrscht Anzugsverbot. Dabei hätte die Herzogin von Sussex so gerne in einem schicken Zweiteiler geglänzt. Das kann sie jetzt allerdings knicken, denn wie der Mail berichtete, habe ausgerechnet Harry der 36-Jährigen dringend dazu geraten, das vorgesehene Stück zu Hause zu lassen. Rückendeckung erhielt er dabei von dem ausgewählten Designer Team, das Meghan bei der Kleiderwahl für die Reise unterstützt. Auch die Profis fanden den Stilmk Gardner 46 Look, den sie gerne zu einer Abendveranstaltung getragen hätte, zu wenig königlich. Meghan muss immer wieder daran erinnert werden, dass sie aufhören muss, sich wie ein Hollywood-Star zu kleiden und stattdessen anfangen soll, sich wie eine Herzogin anzuziehen, soll einer der Stilberater gesagt haben. Noch am zweiten Tag ihres Staatsbesuches in Irland Anfang Juli brillierte die Ex-Suits-Darstellerin mit einem schlichten schwarzen Anzug. Den kombinierte sie mit einer weißen Bluse und einer schwarzen Klutch-Handtasche. Ihre offenen, welligen Haare rundeten den Look perfekt ab. Auch für das Wimbledon-Finale der Frauen entschied sie sich für eine Hose.